Hi Freunde und willkommen zu einem neuen Video von Star Wars Battlefront 2. Und zwar, es gibt neue News. Und zwar soll noch im September für die Helden noch ein Skin kommen, beziehungsweise für die Schurken, für Darth Maul, der Crimson Dawn Skin. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und Ben Walk hat auch gleichzeitig noch später, also vor ein paar Tagen, vor ein, zwei Tagen bestätigt, dass noch neue Trooper Skins auch noch ins Spiel kommen als Transmission. Und ja, da bin ich auch schon gehypt drauf, da bin ich echt mal gespannt, wie das Ganze so wird. Für den Frieden und das Imperium. Wird auf jeden Fall richtig nice. Und ich finde es auch gut, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt. Dass da weiter dran gearbeitet wird und das Spiel nicht einfach fallen gelassen wird, weil das Spiel hat noch so viel Potenzial. Das Spiel hat noch richtig viel Potenzial. Kann man noch viel, viel mehr machen mit Modis und. Ach verdammt. Wo war da mein Aim? Ja. Freunde, das kann ich euch auch nicht sagen. Also auf den Skin bin ich echt gespannt. Viele diskutieren ja schon, ja, der kommt bestimmt mit Kapuze. Aber ich denke mal eher, der wird ohne Kapuze kommen. Weil sonst wäre eigentlich schon längst ein Skin draußen mit Kapuze. Und ja, wir lassen uns in der Hinsicht, würde ich mal sagen, einfach mal überraschen. Wird aber auf jeden Fall richtig nice. Ich feiere dieses Spiel so stark. Wollen wir uns den holen? Komm, den holen wir uns. Der muss doch hier irgendwo sein. Bam! Umgeboxt. Sehr nice. Hat er einen deftigen Schlag vom Officer bekommen. So, Blendgranate hin. Oder Erschütterungsgranate, je nachdem. Wo sind denn die alle hin? Ah, der wurde dort schon gemobst. Gucken, da kommt bestimmt gleich noch einer. Wo sind die denn alle hin? Gute Frage, nächste Frage, würde ich mal sagen. Komm, wir pushen das Team hier noch mal ein bisschen. Wir werden triumphieren. Werfe Granate! So, wir müssen mal in Deckung gehen, sonst sind wir gleich down. Ach, der gehört zu uns. Shit, Alter, ich baller mein Teammate einfach ab. Nächster. Was? Als ob der durch Wände ballern kann. Wallhack oder was? So in der Shit. Egal. Der Treffer hat das Metall durchschlagen. Ah gut, den AT-ST, den können wir nicht pushen. Vorrangiges Ziel, Eintreffen der Kommandeur der Rebellen. Ey, was ein Pisser, Mann. Wie er da rumcampt, Alter. So eine richtige Muschi, Mann. Ohne Scheiß. So, Schluss hier langsam. Wer denkt, der kann hier einfach so rumlungern und die Leute wegholen, indem er da campt? Nix da. Irgendwann ist ja auch mal Schicht geschafft. Wir gehen hier mal hoch.
erstmal Geschütz platzieren. So, noch ein bisschen pushen. Haben wir noch 3 Leute mitgenommen. Sehr, sehr nice. Ja, Mann, Alter. Hast du keine Hobbys, Junge? Alter Schwede. Egal. Ich sehe schon mein Rage Mode. Bahnt sich langsam schon wieder an. Wir haben noch viel zu wenig Punkte für den Helden. Das ist not awesome. Oh, fucking. Von hinten holt er mich weg, Mann. Ja, 2000 Punkte, dafür kann ich mir noch nicht mal einen Kuchen kaufen. Pushing. Niemand erwischt, hä? Sind die gespawnt? Ich dachte, die spawnen mit mir zusammen. Systeme des Kampfläufers beschädigt. Kampfläufer ist in Schussreichweite. Bereit machen zum Angriff auf die Basis. Ja, ey, Mann. Wenn die Lappen sich anders keine Punkte verdienen können, Alter, hocken sie sich in die Geschütze oder in die Flugzeuge und neu die Leute so weg. Äußerst nervig gerade. Na gut, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss hier. Gucken, hier ist bestimmt irgendwo ein Held oder sowas. Ich sehe diesen roten Punkt da schon. Ey, Mann! Fickter Camper, Alter. Hält er da sein Explosivgeschütz rein, der Affe? Das reicht's ja aber mal. So, mein Freund, ich bin schon unterwegs. Fuck. Warum ballert mein Geschütz da jetzt nicht drauf? Wenn sie gerne fallen, dann lass sie doch fallen. Gehen jetzt mal hier lang. Obwohl das auch nicht gerade viel Unterschied macht. Komm, mein Geschütz holt dich noch, oder? Nee. Und ja, für euren Support möchte ich mich noch gerne bedanken, dass ihr auch immer so fleißig meine Videos schaut, mal ein Like da lasst. Also das bedeutet mir echt viel. Vielen Dank dafür. Und wo ballert denn der Affe? Ah, verdammt, schade. Hätte ja fast geklappt. So, jetzt haben wir eigentlich alles für den Helden zusammen.
Aber wir kriegen keinen. Ich hätte gern Maul. 6000 Points. Da fehlen noch 1500. Ah, komm, die kriegen wir auch noch hin, bevor das Spiel zu Ende ist. Hoffentlich. Ah ja, da war ich machtlos. Da hätte ich eh nichts machen können. Hätte ich so oder so auf den Sack bekommen. Komm, jetzt muss ich doch hier mal ein paar Kills schaffen, oder nicht? Hey, dass sie da unmittelbar vor dieser Tür da rumgeiert. Das geht überhaupt nicht fit. Da bist du echt machtlos, wenn dann ein Lichtschwertkämpfer kommt und du bist nur ein normaler Truppler oder ein Offizier, dann bist du echt am Arsch. Haha! Sehr nice, den haben wir mit der Grenade weggeholt. Komm, ein... nee, Quatsch. Verdammt. Beginn mit Abriegelung des westlichen Hangars. Zusammenbleiben, Truppen. Für das Imperium und den Imperator. Wir machen mal Respawn, vielleicht kriegen wir ja einen Helden. Jetzt haben wir nämlich 6000 zusammen. Aber wir kriegen den Maul einfach nicht, Alter. Alle Helden besetzt, ey. Da müssen die echt was unternehmen. Deswegen fand ich diesen doppelten Multiplikator besser, weil da wurdest du wenigstens noch für gute Spielen belohnt. Und da konnte sich nicht einfach jeder so diesen Helden abgreifen. Ärgert mich gerade ein bisschen. Schade, dass sie den rausgenommen haben. Hat dir wenigstens noch so ein bisschen Ansporn gegeben, auf dem Helden zu spielen. Aber jetzt, wo die Punkte nicht mehr gegeben sind, ist das unmöglich, dass du da noch mal einen Helden abgreifen kannst. Mich einfach nicht haben wollte, ne? Aber dafür der Pisser von hinten, Alter. Meine Fresse, Alter, ehrlich. Na gut, das Game ist eh gleich vorbei. Schade, dass wir keinen Helden bekommen haben. Wie gesagt, dadurch, dass dieser doppelte Multiplikator nicht mehr gegeben ist, sind die Helden alle so schnell weggepickt, das ist echt nicht normal. Ja, box mich um, du Lappen, Alter. Ist ja sonst nichts zu tun. Außer rumzugammeln und die Leute wegzuboxen. Jedenfalls würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen von euch. Kostenlos abonnieren, um kein Content mehr zu verpassen. Wir werden triumphieren. Checkt auch mein neues Far Cry 5 Video aus. Das ist gestern online gegangen. Elite-Verbündeter trifft ein. Den hole ich mir anders. Nachbrennen.
Ja, so ein Pisser. Auch noch mit scheiß Lando. Ja, Mann, wir kriegen noch mal Maul. Sehr nice. So kurz vorm Schluss noch. Also, ja. Crimson Dawn Outfit müsst ihr euch vorstellen. Ich schätze mal, das ist dann der Maul. Mit den Roboterbeinen. Du Hund, Alter. Nix da. Ich krieg dich, Alter. Ja, Mann. Dieser scheiß Landostan, Alter. Mir so auf den Sack, Alter. Hässlicher Pisser, Mann. Scheiß auf die gute Seite, Mann. Living for the dark side. Egal, Aufregung beiseite, weiter geht's. Als ob von allen Seiten geiern die rum, Alter, weil die echt nichts anderes zu tun haben. Echt abnormal, so ein Scheiß. Ich wäre dafür, dass man in solche Ego-Shooter-Spiele oder Third-Person-Shooter-Spiele ein No-Camping-System einführt. Alleine schon aus dem Grund, weil es das Spielerlebnis um einiges steigern würde, wenn man einfach mal nicht von jeder Seite weggehauen wird. Oder weggecampt wird. Die neue Ordnung des Imperiums ist. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Automatik ist bereit. Ja, du Hund, Alter. Der fertig bin, wohnst du mit dem Kopf in der Kloschüssel, du Affe. So, das Geschütz nehmen wir nochmal mit. Der hat sich hier aus dem Staub gemacht. Pisser, Alter. Sowas meine ich, Alter. Du scheiß verfluchter, verfickter Camper, Mann. Verkauf das Spiel, wenn du es nicht kannst, du Lackaffe. Kurva, so eine Scheiße, ey. Sorry für die Aufregung, aber manchmal kann man sie halt nicht unterdrücken. Ist halt nicht möglich bei so einem Affen. Leider Gottes hat man so eine Affen in jedem Spiel. Mich übelst nervt. Meistens sind es dann noch so eine fucking Kleinkinder, die noch nicht mal annähernd 16 sind oder was. Das Spiel dann spielen und die Leute dann aus der Ecke wegcampen, weil sie das Spiel nicht können. Befehle für die letzte Phase unseres Angriffs. Sammeln und bereit.
Jo, es geht weiter noch in die nächste Runde. Vielleicht können wir noch mal fett noch mal einen Helden absahen. Das wäre richtig nice. Die Punkte sind ja auch schon wieder fast dafür gegeben. So, wir machen das mal anders. Hol sie dir, Alter, komm. Jawohl, Alter, wir haben noch mal Punkte für den Helden. Aber die Frage ist, ob wir jetzt noch mal schnell einen picken können. Scheiß jetzt mal auf Tabelle oder so. Zocken jetzt einfach mal just for fun. Die neue Ordnung des Imperiums ist ewig. Hab ich dich. Scheiße, ich hätte nicht lachen dürfen. Das ist immer mein sofortiges Todesurteil. Ja komm, nehmen wir mal Aiden. Gucken, was wir mit der schönen Dame so erreichen können. Mich zu bekämpfen ist der schlechteste Plan, den du je hattest. So, Schutzschild und durch hier. Scheiße! Von hinten! Blöde Drecksau! Oh, hätte ich mal ein bisschen gewartet, hätten wir noch mal Maul gehabt, aber egal. So konnten wir Aiden noch ein bisschen leveln. So, den haben wir uns auch gekrallt. Der wusste gar nicht, was los ist, Alter. Er dachte, hey, Teammate? Nee, Penny. Ultra nice. Richtig, 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 richtig nice. Ah, verdammt. Blöder Chupaka-Affe von hinten. Egal. Egal, egal, egal. Bisher eigentlich eine ganz geile Runde. Gefällt mir. Bis auf die paar Camper da, aber scheiß drauf. Hauptsache es läuft gerade so gut. Und haben wir ihn noch? Nö. Oder? Ja doch, Alter. Wir haben ihn noch gekriegt mit der Nate. Sehr schön. Verlängerung, Alter. Ich hoffe, die schaffen das nicht. Den Sieg hätten wir eigentlich mehr verdient. Ja, Mann. Fett und der Sieg. Ja, das war's dann auch soweit mit meinen Informationen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Kostenlos abonnieren, um kein Content zu verpassen. Wir sehen uns. Ich bin raus. Ciao.